Hallo, ihr Querlinge, da sind wir nochmal. Die vier Helden aus dem Wald, östlich von Daya in den Tulamidenlanden. Dort ist irgendwas, worüber sie nicht sprechen dürfen, denn das Abenteuer ist soweit abgeschlossen. Wir haben noch einen Nachtrag und dann ein bisschen Making-of von Das Quirre Auge, die Burg, das erste Abenteuer der Patrickschen Kampagne. Und bestritten wurde es bekanntlich von einem Magier, von einer Entdeckerin, von einem Fischer und einer wackeren, tollen, super Söldnerin, wie ich finde. Und ja, ich übergebe an Patrick, denn wir haben diesmal gar keine Zusammenfassung zu machen, denn es ist ja alles soweit gesagt und es geht ja im Grunde genommen erstmal nicht weiter. Richtig. Wir sind jetzt nur einmal kurz nochmal in der Vergangenheit mit der Katze, ja. Gilia. Denn selbstverständlich so voller Glückshormone Esther auch war. Sie hätte natürlich an ihre Katze gedacht. Auch ich hätte eigentlich daran gedacht, die Katze nochmal wieder auftauchen zu lassen. Von daher sind wir jetzt noch einmal kurz in der Burg an einem beliebigen Ort. Esther hat auch all ihr gesamtes Inventar zur Verfügung. Wir haben also optimale Umstände. Gilia läuft ihr also quasi, wo auch immer wir gerade sind, einfach entgegen und geht ihr ein bisschen um die Beine. Und Esther ist klar, dass diese vier Leute jetzt also in wenigen Minuten aufbrechen werden. Und wenn sie beschließen will, Gilia davon zu überzeugen, mitzukommen, dann müsste sie das jetzt irgendwie bewerkstelligen. Ja, das würde sie auf jeden Fall tun. Nicht, dass sie das richtig eine Ahnung hat, wie. Sie hat noch eine Tagesration an Essen da. Die könnte sie gegebenenfalls dafür benutzen, Gilia vielleicht einfach mitzulocken. So die ganze Zeit ein Stück Braten hinhalten und einfach immer ein bisschen schneller gehen als die Katze, okay. Und zwischendurch was hinwerfen oder was Neues in der Hand nehmen. Ja. Sie halt mehr oder weniger den Weg entlang füttern. Weil, es ist doch ein bisschen riskant, die Katze zu tragen, in Anbetracht der Tatsache, dass sie doch in der Theorie Krallen hat. Nicht nur in der Theorie. Ja, genau. Eben, und dementsprechend ist es vermutlich praktischer, wenn sie freiwillig mitkommt, als wenn man sie durch die Gegend trägt. Ja, in diesem Zusammenhang stelle ich noch oder weise ich noch einmal darauf hin, dass ihr beim Aufbruch von der Burg erstmal gen Süden zum See wolltet, um euch dort zu waschen, auch nochmal kurz auszuruhen und dann weiterzuziehen. Also dir ist bewusst, dass also du könntest sie auf diese Weise durchaus versuchen, bis zum See zu locken, aber solange du es nicht schaffst, sie quasi in dieser Zeit mehr auf dich zu prägen als auf die Burg, weißt du, dass sie spätestens, wenn ihr dann dort am Planschen seid, wieder zurückgehen würde. Du hast ja Abrichten, wenn ich mich nicht irre, irgendwie auf 1 oder auf 2. Das ist halt so das absolute Grundwissen, von dem du gehört hast. Abrichten ist ein Handwerkstalent. Ja. Ich hatte gerade auf 1, ja. Die einzige Alternative, die mir einfallen würde, ist tatsächlich vom See aus nochmal zur Burg zurückzugehen. Bin ich sowieso von ausgegangen, weil warum sollten wir uns mitten durch einen Wald schlagen, wenn wir den Weg erst noch nutzen können? Genau, das und da wir die vertraute Route zurückgehen, die wir hingekommen sind, dass ich halt im Endeffekt dann Gilia mit mir mitlocke, wenn wir vom Baden zurückkommen. Okay. Dann machen wir es folgendermaßen. Das Ganze läuft nun mal auf Abrichten. Dafür ist dieses Talent reingesetzt worden in die Talentliste. Für jeden Punkt in Tierkunde, der höher ist als 4, das heißt, du ziehst von deinem Talentwert in Tierkunde 4 ab. Das ist eine Erleichterung. Ich habe nur Tierkunde 3. Okay, dann kriegst du halt keine Erleichterung. Aufgrund eurer bisherigen positiven Interaktion gebe ich dir einen Bonus von Havel. Würfel mal mit einem W6. Du möchtest gerne eine 4 oder höher würfeln. Okay.
Das ist ein W100. Ach, aber es sind mehr als 4. Ja, aber... Das ist richtig. Auf einem W100 weniger als 4 zu werfen, das ist auch recht schwierig. Okay, es ist aber im Prinzip ein Münzwurf, eine 50-50-Chance. Von daher sei froh, dass ich dich den Wurf einfach wiederholen lasse. Ansonsten wäre der jetzt nämlich missglückt. Okay. Na bitte. Das hast du mit Absicht gemacht, um den schlechten Wurf wegzubekommen. Richtig. Na, genau. Ja, also ich gebe dir eine Erleichterung von 4 durch die bislang sehr positive Interaktion zwischen euch beiden. Ich gebe dir nochmal einen Bonus von 2 durch das hochwertige Essen, durch das hochwertige Fleisch, mit dem du sie lockst. Mhm. Dadurch, dass sie allerdings eine in Anführungszeichen langjährige Bindung an diesen Ort hat, erschwere ich die Probe allerdings auch um 4 Punkte. Okay. Dann hast du wie viele Punkte noch zur Verfügung? Dann habe ich plus meinen Abrichten 3 insgesamt. Okay. Wenn du die Probe wenigstens plus minus 0 schaffst, also ne, diese 3 Punkte Erleichterung und Talentwert aufbrauchst, dann kommt sie mit dir zumindest mit und du hättest nochmal eine zweite Probe, um sie auf dich zu prägen, an dich zu binden. Mhm. Wenn du sie jetzt auf Anhieb sogar erschwert um 3 schaffst, also keine Erleichterung und keine Talentpunkte brauchst, dann würde dir das jetzt bereits gelingen. Ja. Dann, so drücket mir die Daumen, so ihr eine Katze möchtet. Oh, das Schicksal möchte keine Katze. Schicksal möchte wirklich keine Katze. Nein. Das ist daneben um 4. 4 Punkte, okay. Dir ist bewusst, dass es mit diesem Ansatz nicht funktioniert. Die Gilia folgt dir zwar ein wenig, aber sie folgt ja auch ein Stück weit ins Unterholz. Aber irgendwann, dieser Katzenart sagt man nun mal nach, dass sie recht intelligent ist, irgendwann, als ihr klar wird, dass du ihr immer nur so Fleischbröckchen hinwirfst in bestimmten Abständen, denkt sie sich, vielleicht kriege ich auch das Fleisch einfach, wenn ich mich hier jetzt hinsetze. Und folgt dir also erstmal nicht mehr. Ach Gott, fällt mir irgendwas ein, mit dem man eine Katze an, mit dem man die Katze an mich binden kann, ohne sie einfach hochzuheben und mitzunehmen. Ihr könntet ihr Bett mitnehmen, Frau Esther. Oh ja, das ist eine ganz tolle Idee. Es wirkte schon nicht so, als wenn sie es mochte, wenn ihr dieses Bett anfasst. Ich bin nicht sicher, ob ich bessere Ergebnisse erziele, wenn ich das Bett mitnehme. Ich habe es mit meinem Schwert durchstochen. Nach einer 2-minütigen Diskussion seid ihr euch sicher, dass das nicht einen größeren Erfolg hätte. Wie gesagt, meine einzige Alternative, die mir jetzt so spontan einfällt, wäre tatsächlich zu versuchen, sie irgendwie mit Kraulen, Kuscheln, Hochheben auf den Arm nehmen zu versuchen, ob ich es irgendwie hinkriege, dass sie sich von mir weitertragen lässt. Ja. Du könntest sie um deine Arme vor dem Dezernat zu schützen, vielleicht versuchen, sie in eine Decke oder ein Kleidungsstück dann einzukuscheln, während du sie auf den Arm nimmst. Und sie währenddessen weiter füttern, damit sie sich wohlfühlt. Das ist eine Idee, ja. Ja, Esther würde ihren Mantel rauskramen. Mhm. Der riecht im Zweifelsfall auf jeden Fall nach ihr. Mhm. Und würde den dazu benutzen, um zu versuchen, irgendwie Gilia auf den Arm zu nehmen, sie zu kraulen und sie irgendwie erstmal dazu zu kriegen, dass sie sich ruhig auf dem Arm halten lässt und ihr dabei auch hier gar Leckerchen geben. Man muss sie nicht mal was dafür tun. Ja, eine sehr schöne Idee, die Kasper aus dem hohen Norden mitgebracht hat, von den teuren Zuchtkatzen.
Du darfst tatsächlich, normalerweise hätte ich, also du hast jetzt im Prinzip nochmal die gleiche Probe wie eben. Normalerweise hätte ich sie dir erschwert, weil du eben schon einen Misserfolg hattest. Aber durch diesen innovativen neuen Ansatz gebe ich dir die gleichen Punkte wie eben. Okay. Jetzt hoffen wir mal, dass die, dass die schlechten Würfel jetzt erstmal raus sind. Mhm. Dreifach eins. Passt, aber... Perfekt. Ja, ich habe alle drei Punkte über. Wunderbar. Sicher, rechne mal nach. Ich bin mir sicher, du hättest noch unterwürfeln können. Oh, locker. Ja, okay. jetzt mit diesem Ansatz, fast so, als ob sich eine ein emotionales Band zwischen euch beiden aufbaut und du jetzt offiziell als ihre Dienerin, ihr Frauchen, akzeptiert bist. Nein, okay. Gelia bleibt tatsächlich entsprechend erstmal in deinem Mantel liegen, auf deinem Arm. Als ihr euch entfernt, kommt es dir fast schon so vor, als würde sie eine Weile über ihre Schulter auf die immer kleiner werdende und nach in hinter Vegetation verschwindende Burg starren. Zweifelsohne hat sie sich schon öfter von der Burg entfernt, da sie sich ja im Wald offensichtlich ihre Nahrung gejagt hat. Doch als ob sie wüsste, dass dies nun ein Abschied ist, blickt sie also zurück und irgendwann dann nach vorn. Zu irgendeinem Zeitpunkt auf dem Weg springt sie auch aus dem Mantel heraus. Du hast kurz schon Angst, dass sie jetzt vielleicht zu weit von ihrem Revier entfernt ist und wieder zurückgeht, aber stattdessen bleibt sie in deiner Nähe und hält mit dir Schritt. Ich werfe ihr trotzdem immer noch da ein bisschen was von dem Essen zu, als Belohnung praktisch dafür. Mhm. Man muss ja auch etwas eine positive Nachwirkung haben, dass sie sich dazu entschlossen hat, mir zu folgen. Wenn wir uns der Steigerung deines Charakters widmen, werden wir Gelia auch offiziell als Begleiter bei dir entsprechend eintragen. Sie bekommt einen Begleiterbogen und alles, inklusive Loyalitätswert und so weiter und so fort. Nein. Und es schmerzt mich zwar ein bisschen, jetzt von dieser herzerwärmenden Szene aus Regeltechnik zurückzukommen, aber die Überleitung ist einfach zu gut, denn ich finde, spätestens jetzt hat es sich entschieden. Wir haben ja eben off-camera noch mal kurz darüber gesprochen, dass Gwirr ja noch eine Idee hatte, die er jetzt gerne einmal selbst vorstellen darf. Ja. Und zwar habe ich am Anfang bei der Charaktergenerierung, bevor ich alle Charaktere schon kannte und bevor ich über irgendwas über dieses Abenteuer wusste, Patrick vorgeschlagen, dass wir jeweils nach Abschluss des Abenteuers es folgendermaßen machen wollen. Untereinander haben die Charaktere, die Helden, nach Abschluss eines Abenteuers die Chance, sich zu überlegen, was einer der Charaktere in diesem Abenteuer an ganz besonderen Dingen erlebt, geleistet oder erlitten hat, und bekommt dadurch dann einen Fertigkeitspunkt in der passenden Fertigkeit geschenkt. Also es läuft so, dass alle anderen entscheiden. Derjenige, den es betrifft, der darf nicht mitentscheiden. Und es muss nicht unbedingt was Positives sein. Es muss auch, kann auch irgendwas sein, das dem Helden überhaupt nichts nutzt, augenscheinlich. Ich will ein Beispiel machen. Wenn jetzt jemand die Hälfte des Abenteuers über versteinert wäre, beispielsweise, könnte man ihm hinterher einen Punkt in Steinbearbeitung geben oder Bergbau oder irgendwas. Ja, auch wenn es ein Charakter ist, der damit gar nichts zu tun hat. Aber hat irgendwie jetzt irgendwas über Stein gelernt, zwangsläufig. Oder jemand, der vielleicht nur ein passabler Schildkämpfer ist, der aber es geschafft hat, einen ganzen Kampf über einen Drachen irgendwie abzuwehren mit seinem Schild, der vielleicht auch noch improvisiert gewesen ist, der bekommt einfach mal einen Punkt in Schildparade einfach mal geschenkt. Solche Dinge halt. Und es kann auch sein, dass es solche Sachen nicht gab, dass man also nicht sagen kann, du hast jetzt irgendwie aber was ganz Besonderes erlebt, etwas ganz Besonderes erlitten oder permanent irgendwas ganz Besonderes getan, dass wir dir irgendwas zugestehen. Bei dir gab es einfach nichts oder es war alles irgendwie gleich verteilt.
dann kann es auch sein, dass die anderen Kameraden dann entscheiden, bei dir sehen wir da nichts, also geben wir dir auch nichts. Ja? Und so in die Richtung würden wir das auch machen wollen in diesem Abenteuer. Ich hoffe, ich habe das nachvollziehbar erklärt, Patrick? Ich denke auch, anderen? Zumindest gut genug, dass man jetzt weiß, was gleich vor sich geht, wenn wir hier was beschreiben. Ja. Als kleine Ergänzung noch dazu, ich persönlich werde dabei eine eher untergeordnete Rolle haben. Das werden hauptsächlich die drei Spieler, deren Charakter gerade nicht betroffen ist, unter sich ausdiskutieren. Ich habe als Meister selbstverständlich das letzte Wort, ob ich etwas gelten lasse oder nicht. Aber zumindest an der Diskussion selbst werde ich nach Möglichkeit mich weniger beteiligen. Ja, du darfst aber gerne Vorschläge machen, weil es irgendwelche Fertigkeiten gibt, die ich jetzt gar nicht kenne. Von wegen, ja, das ist ja aber eigentlich nicht abrichten, das ist ja eigentlich das Teil was anderes. Zum Beispiel, genau. Oder Malerei. Ja. Ne? Nur halt jetzt, wie gesagt, die Überleitung war halt zu schön, würde ich sehr, sehr gerne nun mal das Handwerkstalent abrichten für Esther nominieren. Ja, das sehe ich genauso. Zumal es mir nach meinem Gedächtnis jetzt nichts gibt, was noch prägender gewesen wäre für Esther in diesem Abenteuer. Dass ich eben gerade mit einem W100 statt mit einem W6 gewürfelt habe, zeigt ja, dass ich Esther es absolut gegönnt habe oder mir gewünscht habe für Esther, dass sie es schafft, die Katze zum Mitkommen zu bewegen. Ja. Insofern würde ich diese Nominierung unterstützen. Mhm. Ich würde mich dem auch anschließen. Wunderbar. Ja. Esther, das kannst also Rebecca, das kannst du dir gerne notieren. Ein wichtiger Punkt noch, derjenige, um den es geht, kann sich dagegen nicht wehren, wenn die anderen was entscheiden. Das stimmt. Ja? Also Esther könnte jetzt nicht sagen, ich will das aber nicht. Ja? Das ist egal, sie kriegt jetzt einen Punkt abrichten. Einfach mal so obendrauf. Ja, ja, Sir. Wurde notiert. Ja, gut. Und ich finde, wer viel sagt, ist dann auch als Nächster dran. Was möchtet ihr denn gerne Gewürr schenken? Alinde, nicht mir. Meinen Charakterbogen kennt ihr gar nicht. Und Dennis, bevor du fragst, nein, es gibt leider nicht irgendwie ein Talent wie Schaufeln oder so. Das... Wir haben damals in der G7 für unsere Gruppe das Talent Massengrab ausheben eingeführt. Würde ich eher als eine Talentspezialisierung auf, keine Ahnung, Bergbau oder so improvisieren. Aber gebuddelt hat ja Quax, das war ja nicht Alinda. Havel hat ja gebuddelt. Ja, ja. Ja. Alinda hat nur das Werkzeug beigetragen. Alinda, du hast aber, Alinda hat ja auch zugebuddelt. Zumindest ein Grab. Achso, stimmt, richtig, du hast recht, das habe ich völlig vergessen. Ja, beide Gräber. Beide Gräber, ja. Mhm. Also. Gärtnern oder Bergbau? Nee, also in Anbetracht der Tatsache, dass Alinde ja die Schaufel gefunden hat. Richtig. Mit einer Eins, wohlgemerkt, ein Eins. Ja, ne? Würde ich ihr schon, also wäre meine Idee jetzt gewesen, ihr einen Punkt in Sinnesschärfe zu schenken. Ich muss dich korrigieren, sie hat zweimal was mit einer Eins gefunden. Den Draht hat sie auch mit einer Eins gefunden. Genau. Das hat Patrick damals total an den Rand der Verzweiflung gebracht. Ja, das hat Rebecca dann ja sehr schnell wieder korrigiert. Ja, okay, aber das war ja nicht Alindes Einflussbereich, ja? Also nach dem Motto, Werkzeuge finden, wenn sie gebraucht werden, wenn es dieses Talent gäbe, dann wäre das genau das Ding. Da hat Quax das völlig richtig rausgearbeitet, weil es ist ja zweimal mit einer Eins gelungen. Aber das Talent Werkzeuge finden, wenn sie gebraucht werden, das gibt es irgendwie nicht. Oder wir erfinden es hier, aber die Freiheit können wir uns auch nehmen. Ich kann dir theoretisch eine selbstgebastelte Talentspezialisierung für Sinnesschärfe reindrücken. Das wäre, wenn Gwirr die Regeln von DSA etwas besser kennt und weiß, wie viele Talentspezialisierungen man nur haben kann und ab welchen Talentwerten und so weiter, wäre er da vermutlich sogar noch nicht mal unbedingt für. Das ist richtig. Vielleicht gibt's Werkzeugmacher, irgendwas in der Richtung? Du redest viel zu viel. Es geht gerade um Alinde. Gut, ich sage gar nichts mehr. Ich sage jetzt nichts mehr. Genau, also ich hab halt gesagt, wie es ist.
die Alinde kann, wenn sie wirklich will, richtig tolle Dinge finden, und dafür braucht man halt eben in erster Linie Sinnesschärfe, und deswegen wäre meine Nominierung für Alinde Sinnesschärfe plus 1. Ja, ich würde den Vorschlag tatsächlich in meinem Quasi-Richteramt abwandeln und also sagen, wirklich nicht Sinnesschärfe einfach pauschal um 1 erhöhen, sondern ich würde das dann tatsächlich abwandeln auf eine eben beschriebene Talentspezialisierung. Weil Sinnesschärfe einfach so von, wenn ich mich nicht irre, von 8 auf 9 steigern, dadurch, dass dafür, dass keine der beiden Proben tatsächlich Sinnesschärfe war, sondern einfach nur ein Glückswurf, würde ich so nicht durchgehen lassen. Was sagen die anderen? Ich würde potenziell Selbstbeherrschung nominieren. Aus dem Grund, dass Alinde zum einen auf der Kellertreppe ziemlich auseinandergenommen wurde und das ziemlich schmerzhaft war. Und dass sie auch trotz noch teilweise vorhandenen Verletzungen 2 Gräber zugeschaufelt hat. Das ist eher schon was, was in den Bereich von wirklich Selbstbeherrschung fällt. Also wirklich Schmerzen aushalten, sich durchbeißen. Da muss ich hinzufügen, beim Zuschaufeln der Gräber war sie komplett high. Da war sie unter dem maximalen Einfluss der Boronschaufel. Aber sie war auch bei der Aktion, wir schneiden mal bestiale stinkende Dinge auseinander. Das stimmt. Und ich hatte noch eben noch irgendwas im Kopf. Die Kellerklappe. Die Kellerklappe hat sie, nee, die hat Handel aufgemacht, oder? Ja, aber ich stand im Dunst. Also ja. Aline stand im Dunst und hatte... Du standest nicht im Dunst. Im Dunst stand ich musste würfeln und hab's bestanden. Ja. Also da war sie auf jeden Fall mit da und hat sich beherrscht und das mit den Tiertrophäen. Ja, genau. Also Alinda hat vor allem ausgehalten, sag ich jetzt mal, dieses Abenteuer. Deswegen würde ich Selbstbeherrschung nominieren. Okay, dann haben wir jetzt zur Auswahl einmal eine Sofortsteigerung auf Selbstbeherrschung und einmal eine Talentspezialisierung Sinnesschärfe, Werkzeug finden. Wer ist für was von beiden? Ich würde mich tatsächlich der Selbstbeherrschung anschließen, weil das übergreifend die, ich sag mal, häufigste, prägnanteste Erfahrung, also aus zumindest meiner Sicht, für sie war, dass sie halt unglaublich viel mitgemacht hat, ohne sich da in irgendeiner Weise von wirklich einschränken zu lassen. Und, was die zwei Eisen sind zwar herausragend und in einen Bereich fallend, aber... Was mir gerade noch einfällt, was ich schon wieder vergessen habe, weil es schon wieder ein paar Wochen her ist, Alinda hat vor allem Anfang und Mitte des Abenteuers sehr, sehr häufig gegen alle Wahrscheinlichkeiten ihre Tierkundeproben geschafft. Ja, das wollte ich im Zweifelsfall noch nominieren, aber da hattet ihr dann... zu Genüge anderweitige Vorschläge. Ich habe die noch nie versemmelt, sagen wir so. Ja, also wenn ich mich nicht irre, hattest du 3 Tierkundeproben oder sogar 4 im Laufe des gesamten Abenteuers geschafft. Koramsbestien, ich hatte Katze Gilia, ich hatte Spinne, ich hatte Assel, also mindestens 4. Ja, und den Bären, glaube ich, auch noch identifiziert. Ja, kann sein. Also, ja. Das Wolfsrudel ebenso. Ja, das war Pferden. Das war Pferden. Ja. Ja, ja. Aber ja, also ich hatte sowieso schon vor, ihr dafür, also Gewirr dafür eine SE dann beim Steigern zu geben. Die hast du mir schon gegeben. Die hast du mir irgendwann mal gegeben, hast du mir die schon damals gesagt. Also eine SE in Tierkunde habe ich sowieso, falls das jetzt irgendwie einen Unterschied macht. Ja, dann ist das sowieso schon abgefrühstückt. Dann können wir bei der Selbstbeherrschung bleiben. Also für mich zumindest, weil ich habe es auch nominiert. Ja, ich finde eigentlich alle 3 Vorschläge annehmbar. Ja, es sind nur noch 2. Tierkunde ist vom Tisch. Okay, dann halt alle 2 Vorschläge. Also ich versteife mich jetzt nicht auf die Sinnesschärfe, sondern kann auch gut mit der Selbstbeherrschung leben. Ja, das ist ja entschieden dann. Ja, würde ich sagen. Einheitlich, einstimmig. Ja, Patrick hat es ja schon durchgebrochen, okay. Also insofern. Ja,
gut. Ein bisschen schade, ich hätte die Talentspezialisierung witziger gefunden, vor allem, weil sie halt unnützer ist, aber gerne. Patrick, ja, du magst der Meister sein und du magst auch gut würfeln, aber du hast vielleicht im Abenteuer gelernt, dass Arlinda auch im Zweifelsfall ganz gut gegen dich würfeln kann. Denn dass die Schaufel gefunden wird, hast du nicht erwartet. Dass der Draht gefunden wird, hast du nicht erwartet. Du hast damals gesagt, ja, würfel mal eine 1, dann findest du was, bomm, ich habe was gefunden. Insofern, wenn du mir jetzt diese Sinnesschärfen-Werkzeugfinden gegeben hättest, ich hätte dich damit getriezt und gequält im Abenteuer im nächsten. Glaub mir. Nö, ich hätte dich ja weiterhin Glückswürfe machen lassen, sodass es dir gar nichts gebracht hätte. Ja, warten wir mal ab. Auch da kann man eine 1 würfeln. Ja, aber da bringt die Talentspezialisierung nichts. Egal, es ist Selbstbeherrschung. Wunderbar. Wer von den beiden Jungspunden in der Runde möchte sich denn als erstes auf die Bühne stellen? Ich. Wieso Jungspund? Havel ist doch, ist das der Älteste in der Gruppe? Verstehe ich nicht. Und? Ich verstehe es mit Jungspund. Ich bin gerade intellektuell überfordert. Musst aber du auch nicht, du auch nicht. Bin ich auch häufiger mal. Havel ist der Nächste. Mhm. Ich nominiere bei Havel auf alle Fälle Wache halten. Ja. Geht ist leider nicht. Ist leider nicht. Ich weiß, aber irgendwas obendrauf, was in die Richtung geht. Was geht denn in die Richtung? Da kenne ich jetzt DSA zu wenig, um das. Zu Wache halten gehört Sinnenschärfe und Selbstbeherrschung normalerweise. Wie ja. Wache halten gibt's doch. So. Ja, das ist Metatalent, ne? Eben, richtig. Metatalent. Ah. Deswegen, man kann ein Metatalent halt nicht steigern. Sondern man muss die Talente steigern, aus denen sich das Metatalent errechnet. Ah, okay. Auch für eventuelle Zuschauer nochmal, falls noch nicht alle abgeschaltet haben. Ach, deswegen ist das Plus 1 da ausgegraut. Ah. Was gibt's denn in der Richtung? Oder gibt's noch eine Alternative? Er hat halt da, als wir Alchemie-Labor gemacht haben, hat er Wache gehalten lange. Er hat das Loch da bewacht unten im Keller die ganze Zeit. Ich nominiere mal was ganz anderes. Ja? Und zwar nominiere ich nicht unbedingt einen direkten Punkt weg, aber potenziell eine spezielle Erfahrung, darauf autoritätsgläubig zu senken, weil er sich nämlich im Abenteuer mehrfach über eine Autorität, namentlich Arlinda, aufgeregt hat und über das, was sie tut. Darf ich da was zu sagen? Mhm. Jederzeit. Ja. Für mich, also für Havel ist nicht Arlinde die Autorität, sondern der Magier. Okay, dann streich das. Arlinde ist eine Söldnerin und insofern sehe ich die jetzt nicht als Autorität an. Okay, dann streich die Nominierung. Es kann übrigens auch gern nominiert werden, einen Nachteil wie zum Beispiel autoritätsgläubig oder neugierig oder so zu erhöhen. Mhm. Das ist ja eher. Ja, aber so hat er sich nicht, so hat er sich nicht verhalten. Nein, ich wollte es nur so als. Also ja, du hast völlig recht, wenn jemand extrem neugierig gewesen ist und immer seinen Neugierwurf geschafft hat, dann muss man darüber nachdenken, ob man ihm die Neugier nicht einen Punkt erhöht. Das ist völlig richtig. Dann schwanke ich ein bisschen zwischen Athletik und Körperbeherrschung. Athletik wegen dem Schaufeln? Athletik wegen dem Schaufeln, weil Athletik halt auch gewürfelt wird für Ausdauerdinge. Mhm. Ja, und das halt richtig. Teilweise auch in der Mittagshitze gewesen ist. Und Körperbeherrschung wegen der Treppe? Körperbeherrschung zum einen wegen der Treppe, weil er sich da sehr, sehr gut geschlagen hat und auch, weil er dann in dem einsturzgefährdeten Raum mit dem Boden sich vorgetastet hat zwischendurch, um zu helfen. Und das halt auch mehrfach war. Zum einen hat er nur getestet und nachher, als wir den Raum dann komplett gemacht haben, hat er sich auch ein bisschen weiter reingetraut. Und da halt auch nochmal dann balancehaltend und helfend beigetragen. Ja. Deswegen würde ich halt eins von den beiden potenziell nominieren, weil das halt auch flächendeckend mitbenutzt wurde und durch ein Talent, das steigerbar ist, abgebildet wird. Ich würde mich Simon anschließen. Ich habe keine bessere Idee. Also Wache halten wäre halt das per se, aber das können wir halt nicht machen. Aber das wäre ja eigentlich die Sache schlechthin. Insofern ist das, was Körperbeherrschung oder Athletik dann eher Körperbeherrschung nehme ich also an, richtig? Würde ich sagen, ja. Ja, genau. Also dieses stoische, ich halt auch dieses Aushalten, dieses, wie soll man es besser nennen, also Körperbeherrschung, ja.
auch hier würde ich dann mein Veto benutzen, um es abzuändern, auf von Körperbeherrschung auf Athletik, denn Athletik 3, Körperbeherrschung 7. Oh, okay, ja, definitiv. Das wären eine ganze Menge geschenkter Abenteuerpunkte. Okay, ja, dann, Athletik. Und er hat halt auch mehr gelernt in dem Bereich, weil er noch nicht so genau, weit ist. Genau, also, die Werte Quax, kenne ich ja nicht. Ja, Quax, du kannst dir eine Sofortsteigerung bei Athletik von 3 auf 4 notieren. Okay, danke schön. So, jetzt die beiden tatsächlichen Jungspunde. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ja, wieso? Eben, ist doch nur noch Kaspar übrig. Ja, stimmt. Esther hatten wir ja ganz am Anfang. Esther hat doch schon, genau. Dankeschön. Ich nehme im Zweifel auch noch mit. Ich bin da nicht so, aber... Ja, du wolltest gerne noch mal in den, ja, schon klar. Ich glaube, Kaspar, schminken minus 1, auf alle Fälle. Schauspielerei aktiviert. Nee, auf jeden Fall, gut aussehen. Horror. Gut aussehen plus 1, Ja, das ist auf alle Fälle auch da. Das würde er garantiert gerne nehmen. Von gut aussehend auf herausragendes Aussehen zu steigern, das nehme ich. Ja, schon klar. Ey, da lege ich 5 Vetos gleichzeitig auf den Tisch. Ich überlege halt gerade bei Kaspar, da fallen mir 2 verschiedene Dinge ein. Zum einen der Bereich Thema Nachtalb. Da hat er ja im Prinzip von der Ayla auch ein bisschen was lernen können. Genau. Ja, von daher würde ich vermutlich wäre das dann Magiekunde. Die andere Alternative, die mir eingefallen ist, er hat ja, obwohl er ja eigentlich Zauberer ist, auch ziemlich gut mit seinem Degen gekämpft. Das würde ich tatsächlich auch sagen, dem schließe ich mich an. Genau. Für einen Magier hat er unglaublich viel Degenkampf in dieser kompletten Abenteuer gemacht. Genau, von daher würde ich, das wäre auch meine Präferenz, ihm einen Punkt in dem Degenkampf dann zu geben. Nur dazu kurz. Magiekunde ist definitiv vom Tisch, weil da wird er aufgrund des Abenteuers eine SE bekommen. Okay. Eben weil er damit so viel zu tun hatte. Im Prinzip jeder von euch, der Magiekunde zumindest schon aktiviert hat, wird auf jeden Fall eine SE bekommen. Bei denjenigen, die es gar nicht haben, muss ich mir das noch überlegen. Den Degenkampf würde ich zumindest kritisch sehen. Also es wäre schön, wenn wir da was Passenderes finden. Ich stelle zur Diskussion Rechtskunde, weil er die Verträge überarbeitet hat. Am Anfang. Das könnte ich mir auch vorstellen. Und zwar für alle. Also nicht nur für sich selber, ja auch für den Fischer. Also es war ja gut, es war der gleiche Vertrag, aber er hat etwas über thulamidische Verträge gelernt und wie so Händler das alles tun und hatte immer wieder zu beurteilen, ja, ist das jetzt etwas, was Herrn Faramut gehört? Nein, die Schaufel hat Alinde gefunden, die gehört nicht zum Vertrag und diese Geschichten, das hat sich ja noch ein bisschen fortgepflanzt. Das wäre auch denkbar. Schätzen. Bitte? Schätzen. Er hat die ganze Zeit über, wir haben ihm alles, was er gefunden hat, unter die Nase gehalten. Da ist das was dem Vertrag entsprechend was wert ist. Ja, aber es wäre ja dann eher Rechtskunde so ein bisschen, würde ich so sehen. Also ein Schätzen ist ja, wie viel ist es wert und unabhängig davon, wem das gehört. Ich könnte mir beides vorstellen. Beides würde passen. Mhm. Beides hat dazu Genüge gemacht. Ich könnte mir bei ihm auch Körperbeherrschung vorstellen, dass er mehrfach in den Brunnen rein und raus klettert oder schwimmen oder irgend sowas oder tauchen. Keine Ahnung, was es da gibt. Zum Schwimmen war es nicht tief genug. Körperbeherrschung hat nichts mit Klettern zu tun und Klettern auf Turm gar keinen springen. Fall, weil das Turm, ist nicht gut. Turmspringen. Das ist nicht gut, Turmspringen. Gut genug laufen. Fallen, also hinfallen gibt es nicht als Talent. Das wäre dann auch wieder Körperbeherrschung, weil eine Körperbeherrschung so wird benutzt, um Fallschaden zu reduzieren. Ja. Hm. Aber momentan haben wir eher so, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Schätzen und ein Rechtskunde im Raum. Was bisher von dir nicht wegvetuisiert wurde. Richtig. Mhm. Hauswirtschaft? Nein. Puh. Ich habe nur irgendwas vorgelesen, was ich gerade gesehen habe. Alchemie. Er musste ja auch viel über Alchemie uns erzählen. So kommt er ebenfalls durch das Abenteuer.
Ah, okay, verstehe. Okay, dann ziehe ich das zurück. Ja, gut, gesucht hat er genauso wie wir. Sinnesschärfe und so. Pflanzenkunde vielleicht. Mir fällt dann noch eine Sache ein. Ja? Ja, die ist allerdings weniger durch Würfeln als mir, ich sag mal, subtil gewesen. Nämlich betören. Das hat er garantiert schon. Ja, sicher hat er das, aber eine Steigerung hat er nicht. Naja, je nachdem, wie hoch der Wert ist, wird Patrick dann vielleicht vetoisieren. Ja, aber er hat halt durchgehend die arme Esther betört. Richtig. Und bei Alinda hat er es probiert. Das ist auch richtig, ja. Das ist Esther aufgefallen. Das Ding ist, Esther muss er nicht mehr betören. Die betört sich von alleine, ja. Genau. Und ein Misserfolg dabei, eine Söldnerin als meine kleine Olive zu bezeichnen. rechtfertigt nicht getan, das hat ihr in den Mund gelegt. Ich weiß. Genau, das hatte ich verstanden. Ich hatte wirklich Olive verstanden, ja, in dem Moment. Das war großartig. Irgendwas mit Waschen und Tee kochen und so ein Kram. Und auch aus Fehlern kann man lernen, möchte ich nur mal so anmerken. Was ich mir vorstellen könnte, ist Heilkunde Wunden. Er hat direkt magisch geheilt, weil er keine Ahnung von Heilkunde Wunden hat. Richtig. Ja, ja. Und die Heilkunde Wundenprobe davor, um zu evaluieren, welche Verletzung die schlimmste ist, ist grandios daneben gegangen. Okay, nevermind. Gut, wenn er jetzt einen Zauber ganz besonders gut gesprochen hätte, könnte man immer sagen, dieser eine Zauber wird das um einen Punkt erhöht, wenn das jetzt nicht schon bei 7 oder so ist. Aber da hat er ja nur Kampfzauber, also in Anführungsstrichen nur Kampfzauber, also diese Kugelblitz. Den Fulminictus, der war ihm, glaube ich. Der Fulminictus war. Der Fulminictus war fulminant. Das hatte doch mit irgendwie. Der hat die Fischerspinne mit einem Schlag. Ja, das war der Ignifaxius. Richtig, der Ignifaxius, genau. Der Fulminictus. Ich rede auf Fulminictus gegen den Geist. Genau, und der ist fulminant daneben gegangen, weil der Geist halt eine Sonderfertigkeit hat, die ihm eine Magieresistenz von insgesamt 12 gibt, die als Erschwernis auf Schadenszauber draufgerechnet wird. Ja, also und den Ignifatius, den kannst du wahrscheinlich schon ziemlich gut, oder? Das ist einer meiner Hauptzauber, ja. Ja. Das ist sogar mein bester Zauber. Ansonsten könnte man der noch vorstellen, Kugelblitz ist nicht, so, ist nicht so hoch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der macht zumindest sehr, sehr viel Schaden für sehr, sehr wenig Astralpunkte. Das stimmt. Ja, aber das ist ja dem Zauber geschuldet und nicht wirklich, also ist das war ja, du hast ihn ja einmal erfolgreich benutzt, ne? Das ist jetzt, wir reden hier ja von ein bisschen was anderem. Das ist richtig. Es wurden ja auch ein paar andere Sachen schon genannt, die öfters benutzt wurden. Richtig. Ich nominiere noch Klettern, weil er mehrfach runter und hoch in den Brunnen musste. Ich glaube, es müssen 5-mal gewesen sein in Summe. Ja, aber er ist nur einmal erfolgreich er ist 2-mal erfolgreich runtergekommen. Dann hat er eine ganze Menge gelernt, wie er es nicht macht. Ja. Also er ist mehrfach das Seil teilweise hochgeklettert. Und da ich glaube, dass er im Klettern nicht so hohen Wert hat, ist der eine Punkt, also hat er von den Basics des Seilkletterns was gelernt. Das wäre jetzt, finde ich, durchaus. Also ich mische mich mal aktiv ein und würde sagen, ich persönlich finde immer noch Rechtskunde am treffendsten, weil wir ja wirklich von etwas reden, was nun mal etwas Einschneidendes, etwas Besonderes, etwas in dem Sinne Spektakuläres und Langfristiges sein sollte. Und mit einem Händler, der es in Fasar in den Thulamidenlanden zu Rang und Namen geschafft hat, einen Vertrag, der vorsätzlich verklausuliert und zu den Ungunsten des Unterschreibers sein soll, zu durchschauen und abzuändern, finde ich schon einschneidender als so ziemlich alles andere, was ihr hier bislang gesagt hattet. Ja. Mit Ausnahme vielleicht des Degenkampfs, was ich halt nicht so sehr favorisieren würde. Also, und er hat, das ist ja auch nicht in deiner Muttersprache gewesen, der Vertrag. Das ist ja ein Thulamidia gewesen und er ist ja Gareti, glaube ich, Muttersprachler. Habe ich dich jetzt richtig verstanden, Patrick, dass du Degenkampf nicht favorisieren würdest, es aber nicht ausschließen würdest? Es ist wieder so ein Fall von, dass da müsstet ihr schon noch mit 1-2 guten Argumenten um die Ecke kommen. Ich schließe es halt nur nicht komplett pauschal aus für den Fall, dass ich irgendetwas vergesse.
Und in Anbetracht der voranschreitenden Uhrzeit würde ich euch noch genau 5 Sekunden geben. Voting Time Among Us tickt runter. Ich bin für Rechtskunde. Dieter. Das finde ich irgendwie, das hat er richtig gut gemacht. Hat er. Ich bin weiterhin für Degenkampf. Hat er richtig gut gemacht. Mhm, das stimmt. Ich habe die Asse des Grauens erlegt. Aber 2-1 ist jetzt leider dann Ja, wunderbar. Simon, du kannst dir also Rechtskunde als Sofortsteigerung notieren. Was hast du denn da, wenn ich fragen darf? 3, glaube ich. Bisher. Und jetzt hast du dann die 4, oder? Ja, da habe ich dann jetzt 4 drauf. Mhm. Ja, das passt doch gut. Ja, gut, dann hätten wir das. Wunderbar. Ja, wir sind jetzt schon wieder bei 40 Minuten. Oh, ich hatte sogar schon 4. Ich hatte dann 5. Ja, wir sind jetzt schon wieder... Sehe eine Zweitkarriere auf dich zukommen. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Ich würde mal sagen, das Making-of und so weiter schieben wir dann doch in nochmal eine extra Folge. Das heißt... Ist das so lang? Hier, naja, also... Das hier sollte eigentlich nur kurz die Katze Gilia sein und einmal kurz sagen, ich finde, das war herausragend bei dem Charakter. Ja, ich stimme zu, Sofortsteigerung. Das, nur mal eben so kurz. Ja, ja. Du hast ja dauernd dein Veto eingelegt, da können wir nichts für. Stimmt. Genau. Und ihr habt immer wieder hervorgekramt, ja, aber er hat einmal im ganzen Abenteuer auch das gemacht. Oh, es war sehr herausragend. Wie lange werden wir denn fürs Making-of brauchen, deiner Schätzung nach? Also meiner Schätzung nach, ich finde, wir sollten hier erstmal die Folge beenden und dann können wir das besprechen. Okay, gut. Dann machen wir hier Schluss. Wir haben jetzt die Nachlese betrieben. Wir haben diese Fortsteigerungen aus Baldowert. Und dann hören wir mal noch ein bisschen was zum Making-of die Burg dann im nächsten Teil. Und das hier kriegt... einen Namen, den ich mir dann ausdenke. Wahrscheinlich irgendwie Tierflüsterin oder sowas. Ne? Oder hat jemand noch eine bessere Idee? Nein. Die Katze Gilia, also mit GG. Alternativ. Die Katze Gilia, finde ich schön. Genau. Mit Samtpfoten voran. Mit Gampfgoten. Gut, wir machen hier Schluss und weiter geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.